Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, denn ich habe einen Action Haul für euch. Ich war zum zweiten Mal in meinem Leben in einem Action und es war kein Vergleich zu meinem ersten Besuch. Wir haben hier in Hannover einen richtig kleinen, richtig vollen, pekigen, ekligen, unaufgeräumten, chaotischen Action und als ich das erste Mal da war, es war grauenvoll. Also ich bin aus diesem Laden geflüchtet und dachte mir, toll, du hast einen Action in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe und dann ist das so eine Filiale. Also ich war wirklich geschockt. Ich war geschockt, ich konnte nicht in Ruhe shoppen, gar nichts. Und dann wurde mir aber der Tipp gegeben, dass ein bisschen weiter außerhalb auf dem Dorf noch ein viel schönerer Action sein sollte. Und ja, da war ich jetzt gestern und was soll ich sagen, mein erstes Mal, mein erstes Action-Mal ist vergessen. Also der zweite Action war um Längen schöner, gar kein Vergleich. Groß, aufgeräumt, nicht überlaufen, sauber, freundlich sortiert. Ich war begeistert. Also ich war wirklich begeistert. Ich habe den ganzen Nachhauseweg über nichts anderes geredet. Es war wirklich eine richtig positive Action-Erfahrung und ich konnte so ein kleines bisschen nachvollziehen, was alle an diesem Laden finden. Von daher, ja, habe ich heute einen Action-Haul für euch. Ich warne euch an dieser Stelle aber schon mal vor, erwartet nichts mit Beauty, mit Masken etc. pp. Es ist ein sehr praktischer Action Haul. Also ich habe wirklich viele Sachen gekauft, die man im Alltag braucht, wie Putzmittel etc. Ich habe genug bei mir zu Hause, sprich ich habe mir weder eine Maske gekauft, noch irgendeine Art von Make-up. Also erwartet jetzt bitte keinen Make-up-lastigen Action Haul. Ich habe wirklich nur praktische Sachen gekauft. Falls dir das aber egal sein sollte und du einfach ja schauen möchtest, was ich alles gefunden habe, dann würde ich das Intro jetzt an dieser Stelle nämlich auch schon mal beenden wollen. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Action Haul. Geburtstagskarten kaufe ich normalerweise eigentlich immer bei TK Maxx, aber ich habe jetzt auch welche im Action entdeckt und war wirklich geschockt, wie günstig die waren. Ich habe den Kassenzettel aufgehoben, sprich ich kann euch die Preise auch hier unten alle immer einblenden, aber ich habe mir eben ja zweimal dieselbe Geburtstagskarte gekauft und zwar steht hier einmal Let's Celebrate drauf, aber ich glaube gerade, sind das zwei verschiedene oder ist das einfach nur die Rückseite? Weil auf der Rückseite ist nämlich ebenfalls noch eine Karte, wo Have an Amazing Day drauf steht und hier steht eben Let's Celebrate drauf. Das heißt, ich habe wahrscheinlich doch vier Geburtstagskarten mit den dazugehörigen Umschlägen. Und ich meine, die haben irgendwie nur 75 Cent oder sowas gekostet. Also die waren auf jeden Fall richtig, richtig günstig. Ich weiß, die liebe Lola vom Kanal Miss Pink Panther kauft ihre Karten auch immer bei Action. Und ja, also da war ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Da ich meinen WC-Reiniger in der nächsten Woche eh beim Rossmann nachgekauft hätte, habe ich ja, die Gelegenheit beim Shop ergriffen und ihn mir einfach im Action geholt, da sie da tatsächlich nochmal andere Duftsorten hatten als eben bei Rossmann. Und zwar wäre das von Duck, das Toilettengel Eukalyptus. Ich habe ja gesagt, es ist ein sehr praktischer Haul, das heißt, ich zeige euch jetzt auch definitiv die Putzmittel, was ich ja sonst normalerweise nicht mache. Ich mag keine zitrischen Putzmittel, also alles, was irgendwie nach Zitrone, Limette und Co. riecht, ist bei mir sowieso raus. Also wenn ich mir WC-Gele hole, dann meist immer in irgendeiner grünen oder in irgendeiner blauen Duftrichtung, also irgendwas, was ein bisschen frischer riecht. Eukalyptus, ja, hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, muss ich sagen. Hier sind auch 750 Milliliter drin. Also hiermit dürfte ich, glaube ich, auch eine lange Zeit hinkommen. Und ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Beim Thema WC-Sprays bin ich übrigens auch ein kleines bisschen empfindlich, da ich beispielsweise diese extrem blumigen, pudrigen Düfte überhaupt nicht mag. Also auch da bin ich ein großer Verfechter von entweder tatsächlich sehr süßlichen Düften wie Beere oder Vanille oder eben wirklich sehr frischen, grünlich-blauen Düften. Es gab tatsächlich auch eine schöne Auswahl von Fibres Duftsprays bei Action und hier habe ich mich für die Duftrichtung Bermuda Vibes entschieden.
Ist, glaube ich, auch eine Duftrichtung, die ich bei Rossmann und Co. noch nie gesehen habe. Ich habe erst neulich ein Duftspray gebraucht und war so ein bisschen enttäuscht von der Auswahl, die mein Rossmann ja im Sortiment hatte. Von daher, Bermuda Vibes klingt richtig gut, klingt tropisch, klingt hoffentlich ein bisschen aquatisch, frisch. Also das, ja, was ich im Bad tatsächlich am liebsten mag. Von daher durfte dieses Duftspray hier auch mit. Wir machen einfach mal mit einem Lebensmittel weiter. Und bei diesem Produkt handelt es sich um eine Sache, die ich schon in sehr vielen Action-Hauls gesehen habe und die ich unbedingt auch irgendwann mal selbst ausprobieren wollte. Und zwar haben wir hier die, ich will schon fast sagen, berühmte Knoblauchsoße in dieser, ja, lustigen Quetschtube. Ich liebe Knoblauch. Also egal in welcher Form, Knoblauch und ich sind ganz große Freunde und gerade diese weißen Knoblauchsoßen esse ich unheimlich gerne. Aktuell mit Weight Watchers wüsste ich nicht ganz, wie ich es einbauen sollte, um ehrlich zu sein, aber ich wollte die einfach mal haben. Ich wollte sie wirklich einfach mal zu Hause haben, um sie zu probieren und um dann eben zu entscheiden, ob sie dem Hype, ja, gerecht wird oder nicht. Aber diese Soßen, ja, die sind ja quasi in jedem Action-Hall zu sehen. Von daher, ja, bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Eigentlich wollte ich diesen Action-Hall nicht irgendwie, ja, geordnet abfilmen, aber das nächste Produkt passt einfach so gut zu der Soße, dass ich euch diese Soße hier nämlich auch noch hinterher schiebe. Und zwar hat sich mein Mann die Barbecue Smoky Soße rausgesucht. Der kann mit dem ganzen Knoblauchgedöns nämlich überhaupt nichts anfangen. Also da rennt der schreiend aus dem Raum. Der mag diese Soße gar nicht. Mein Mann isst tendenziell eher ja, diese ganzen Barbecue-Soßen, sei es die von, ich weiß es gar nicht, von HP oder von Jack Daniels. Also er ist ein großer Verfechter von Barbecue-Soßen und Gott sei Dank gab es bei Action ja auch wirklich ein großes Sortiment. Da gab es eine Currysoße, eine Zwiebelsoße, die Knoblauchsoße und eben diese Barbecue-Soße. Ja, von daher hat er sich dann die hier ausgesucht. Das nächste Produkt ist auch wirklich sehr, sehr random, aber wir haben es tatsächlich gebraucht. Und zwar ist das hier Feuerzeuggas. Ich habe nämlich ein Stabfeuerzeug zu Hause und ja, das ist jetzt halt leer gegangen und ich dachte als erstes, dass das ein Benzinfeuerzeug wäre. Aber nein, es läuft mit Gas, von daher, ja, bin ich wirklich zufällig im Action über dieses Feuerzeuggas gestolpert und dachte mir, das passt jetzt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Also ja, dann habe ich das hier natürlich auch direkt mitgenommen. Mein Mann hatte im Action irgendwie das Bedürfnis, unsere Eierbecher auszutauschen, da wir so richtig hässliche Asbach-uralte Kuh-Eierbecher hatten. Und die waren fairerweise, die waren nicht schön, aber ja, man hatte sie halt zu Hause und die Male, die ich sie verwendet habe, hätte man auch an einer Hand abzählen können, um ehrlich zu sein. Wir haben türkisblaues Geschirr und da hat mein Mann sich jetzt diese Eierbecher hierzu ausgesucht. Passen farblich nicht komplett, aber irgendwie schon, weil sie sich eben im bläulichen Bereich befinden. Also dieser Eierbecher ist um Längen dunkler als unser normales Geschirr, aber ja Gott, dann ist es halt so. Der hier steht natürlich stellvertretend für insgesamt 6 Eierbecher. 6 Eierbecher sind wahrscheinlich ein bisschen viel. Also 4 hätte ich ja noch irgendwie rechtfertigen können. Aber ganz ehrlich, die haben auch weit unter einem Euro gekostet. Also wir haben, wie gesagt, für 6 Eierbecher nicht mal 6 Euro bezahlt. Von daher, ja, durften die dann auch noch mit. Ich liebe Mayonnaise. Also wenn es bei uns Pommes gibt, muss immer direkt ein Batzen Mayonnaise drauf. Ist jetzt gerade zu Weight Watchers Zeiten natürlich ein absolutes No-Go für mich. Beziehungsweise ich muss die sehr, sehr, sehr dosiert anwenden. Aber ich liebe Mayonnaise. Vor allem die von Heinz, die finde ich wirklich unheimlich lecker. Und was soll ich sagen? Besagte Heinz Mayonnaise gab es im 750 Milliliter Format bei Action zu kaufen. Und da durfte die natürlich gleich mit. Also das hier ist fast 1 Kilo Mayonnaise. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn ich jetzt nicht Weight Watchers gemacht hätte, wäre die bei mir wirklich sehr schnell weg gewesen. Also ich liebe es, meine Pommes unter einem Berg aus Mayonnaise zu vergraben. Also Mayonnaise, ach, ist einfach hervorragend. Man kann Aioli,
mit Mayonnaise machen. Also Mayonnaise finde ich hervorragend. Man kann Mayonnaise auch als Fettersatz im Schokokuchen verwenden. Das habe ich aber fairerweise noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber ja, ich habe die gesehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von daher durfte die natürlich auch mit. Das nächste Produkt ist auch aus einer Notwendigkeit herausgekauft worden, da meine Zahnbürste auf jeden Fall mal wieder ausgetauscht werden musste. Ich habe mich jetzt hier einfach von Dr. Best für die Interdent Aktiv Mittel Zahnbürste entschieden. Ich glaube, das ist sogar die, die ich aktuell auch zu Hause habe. Und ja, hier kann ich eigentlich nichts Großartiges zu erzählen, denn ich brauchte eine neue Zahnbürste, da hingen viele Zahnbürsten, also habe ich die mitgenommen. Natürlich durfte auch was zu snacken mit. Und zwar habe ich hier absolut Weight Watchers ungeeignete Stroopwaffeln. Ich liebe diese Waffeln. Das sind sehr knusprige, dünne Waffeln, die mit so einer Art klebriger Karamellpaste zusammengehalten werden. Unfassbar lecker. Unfassbar klebrig und unfassbar kalorienreich, aber ach, ich finde die einfach gut. Hier steht auch nochmal freundlich drauf mit Butter. Ja, das sind natürlich all die Sachen, Butter, Karamell, Zucker, die diese Waffeln eben so unheimlich lecker machen. Aber ach, ich snacke die tatsächlich sehr gerne und ich muss mich auch wirklich, wirklich zusammenreißen. So jetzt unter Weight Watchers mal eine Stroopwaffel ist vollkommen okay. Aber ich kann dann immer nicht aufhören. Also eine Stroopwaffel, was ist das? Eins ist keins und ich bin dann immer schon fast versucht, die halbe Packung wegzufuttern. Aber ich muss mich aktuell ein bisschen zusammenreißen. Aber an Stroopwaffeln komme ich einfach nicht vorbei. Ein letztes Reinigungsprodukt hat sich dann doch noch in der Tüte versteckt. Und zwar wäre das der Bathroom Cleaner mit Bergamotte und Jasmin. Den fand ich einfach nur hübsch. Den habe ich auch schon bei super vielen Mädels im Hall gesehen und fand den wirklich einfach immer hübsch. Ich konnte mir nicht helfen. Ich habe den da wirklich im Regal gesehen und dachte mir, Bergamotte und Jasmin, das könnte eigentlich ganz gut riechen. Ich habe fairerweise auch noch nicht an ihm gerochen. Das hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich ihn kaufe. Aber ich dachte, bei der Kombination, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Die Bergamotte kommt glücklicherweise ein bisschen mehr raus als Jasmin. Und ja, der riecht eigentlich wirklich gut. Besteht zu 98% aus pflanzlichen Inhaltsstoffen tatsächlich. Da bin ich gespannt. Also ich liebe es, wenn das Badezimmer nach dem Putzen gut riecht. Und ich erhoffe mir einfach mit diesen stark parfümierten Düften, dass ich da eben ein schönes Dufterlebnis beim und nach dem Putzen habe. Von daher durfte auch dieser Badezimmerreiniger mit. Vaseline hat so unheimlich schöne Pflegeprodukte im Sortiment, die man bei uns leider nicht bekommt. In den USA sind die Pflegeprodukte total weit verbreitet und anscheinend in den Niederlanden auch, da Action ja ein niederländischer Laden ist. Und ich weiß, dass die liebe Lola mir mal eine unheimlich tolle Handcreme von Vaseline geschenkt hat. Von daher hatte ich Glück, denn ich habe tatsächlich auch eine Handcreme gefunden. Das hier ist jetzt eine andere, als Lola mir geschenkt hatte. Lola hatte mir eine Anti-Aging-Handcreme geschenkt. Und das hier ist jetzt die Healthy Hands and Stronger Nails Handcreme. Und ich war so begeistert von der ersten Handcreme, beziehungsweise bin so begeistert von den Pflegeprodukten von Vaseline im Allgemeinen, dass die hier natürlich mit durfte. Mein, wie heißt es denn jetzt gleich nochmal? Mein Handcreme-Vorrat neigt sich sowieso so allmählich zur Neige. Von daher, ja, habe ich das als Rechtfertigung gesehen, mir einfach nochmal eine Handcreme nachzukaufen, weil ich eben auch wirklich so ein Befürworter von den Vaseline-Produkten bin. Von daher, das ist ein Produkt, über welches ich mich wirklich sehr gefreut habe. Kommen wir zu meinen letzten beiden Produkten und hier habe ich mich für, Snacks entschieden. Ich snacke nämlich unheimlich gerne Nussmischungen und davon hat Action ja tatsächlich eine ganze Menge zu bieten. Zum einen hätte ich hier von Snacks of the World einen, gesalzenen Pistazien-Nussmix und von Natural Happiness hätte ich den Nuss- und Fruchtmix.
Ich hätte fairerweise noch viele verschiedene andere kaufen können, habe mich dann aber doch hier auf diese beiden Packungen beschränkt. Ich liebe solche Nussmischungen, ich liebe solche Studentenmischungen, also alles, was mit Frucht, Nuss und vielleicht sogar noch Schokolade zu tun hat. Da bin ich wirklich voll für zu haben. Nüsse sind ja an sich sehr gut, weil sie ja wirklich gute Fettsäuren haben. Aber bei Weight Watchers ist Fett irgendwie Fett, also da sind diese Nussmischungen natürlich der absolute Albtraum. Aber das ist mir in dem Fall tatsächlich egal, da ich die Nüsse wirklich gerne esse. Nüsse sind gesund, Nüsse sind gut für einen und ja, da snacke ich dann vielleicht auch mal die ein oder andere Nuss, ohne sie mir eben aufzuschreiben. Aber ja, ich war begeistert von der Auswahl an Nussmöglichkeiten, habe mich aber letzten Endes auf die beiden hier beschränkt. So ihr Lieben, wir wären also einmal am Ende meines Action Hauls angekommen und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden. Also das war gestern so ein positives Einkaufserlebnis. Also ich bin immer noch total sprachlos und das hat wirklich mein Bild von Action komplett umgekrempelt. Es war entspannt, es war aufgeräumt, es waren, obwohl Samstag war, jetzt nicht so viele Leute da. Also es war wirklich ein gemütliches, entspanntes Einkaufen und ich war wirklich baff, wie wenig ich am Ende bezahlt habe. Also ich hatte insgesamt 23 Artikel. Mein Mann hatte noch zwei Chupa Chups Limonaden, ich hatte noch einen Red Bull, das habe ich euch jetzt natürlich nicht gezeigt, weil wir das schon getrunken haben. Aber insgesamt hatte ich 23 Artikel und bezahlt habe ich 33 Euro. Das ist nichts. Also ich war wirklich positiv überrascht, wie günstig die Produkte sind. Und ja, was man für den Preis und was man halt einfach auch zurückbekommt. Also manche Sachen, da war ich dann so, ja gut, okay, das lasse ich jetzt lieber hier, aber es waren halt teilweise auch wirklich schöne Sachen für kleines Geld da. Ich meine, wem erzähle ich das? Also das ist jetzt mein zweiter Action Haul. Für mich persönlich ist das einfach nur alles neu. Also ich versuche noch diese ganzen Erlebnisse von gestern zu verarbeiten. Ihr denkt euch wahrscheinlich, ja, ich war schon 100 Mal im Action, ich habe schon 100 Hauls gesehen, ich kenne das. Aber für mich war es wirklich neu und aufregend und ich freue mich nach wie vor sehr über die Sachen und eben ja über die Tatsache, dass ich doch in 25, 30 Fahrminuten einen schönen Action in meiner Nähe habe. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat der kleine Haul gefallen und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.